Autobahn 575 Richtung Alheim. Und nach Derenhofen kommt ja dann schon Alheim. Genau. Allerdings ist das auch ein Stück noch zu fahren. Also ist nicht zu unterschätzen, nur weil das jetzt eine Haltestelle ist. So, dann geben wir mal Gas hier auf der Autobahn. Ja, fahr doch Auto, Mann. Mein Gott. Wahrscheinlich fährst du so ein Trabi oder sowas. Meine Fresse, Alter. So, die Windräder haben auch keinen Bock heute. Stehen da auch bloß rum. Aber man muss schon sagen, selbst die Autobahn sieht geil aus, ne? Also eigentlich denkt man, so eine Autobahn, das muss doch scheiße aussehen. Aber selbst hier die Umgebung der Autobahn, wirklich hier rechts wirklich wunderschön, links nicht ganz so, aber rechts echt wunderschön. Selbst das ist hier gelungen, gestalterisch. Dann noch hier so Kühe. Können dann das schöne CO2 hier von den ganzen Autos einatmen, geil. Da freue ich mich ja dann auf mein Fleisch. Gibt es dann wahrscheinlich so CO2-Steaks und sowas im Angebot? Ja, auch hier im Line City kann man kein Tempomat einstellen, leider. Das wäre natürlich die Krönung. Dann einfach so Lenkrad gerade, Tempomat rein und dann erstmal ganz chillig die Füße hoch. Das hätte doch was. Aber das ist gefährlich, wenn ich 90 fast fahre hier, dann aufzustehen. Wenn ich jetzt eine Vollbremsung machen würde, dann würde die hier vorne an eine Scheibe klatschen. Wie wenn ich so eine Mücke tothaue. Ja. Die mir hier vorne an der Scheibe klebt. In Derenhofen haben wir schon. Geil, fahren wir schon ab, glaube ich, ne? Derenhofen Süd. Vielleicht fahren wir auch erst den Derenhofen West oder so weit ab, keine Ahnung. Derenhofen Mitte. Wir wollen ja zum Marktplatz, der ist ja meistens mittig. Derenhofen Ost kommt als nächstes. Ja, dann fahren wir vielleicht sogar dort ab. So. Über uns gleich die Konkurrenz auf der Schiene. Beziehungsweise eigentlich sind es ja unsere Kollegen. Wir fahren ja für DB Rheinland-Bus heute. Eigentlich sind es ja unsere Kollegen und Freunde. Mein Freund wird allerdings nie Frapp sein, ja, bis gleich. Wir fahren jetzt geradeaus, dann die Abfahrt. Also wir biegen nicht Derenhofen Süd schon ab, sondern fahren bis Ost. Also es könnte gut sein, dass hier diese, was wir jetzt über uns gleich sehen hier, diese Abfahrten hier sozusagen, dass die eigentlich auch von Winsenburg sind. Ne? Ich glaube, das sind dieselben wie von Winsenburg. Das ist aber völlig legitim, die einfach wieder zu verwenden. Ich finde das gar nicht so scheiße. Ich finde das sogar ziemlich gut. Weil die auch immer damals schon ziemlich gut waren auf Winsenburg. Von daher, warum nicht einfach hier nochmal verwenden? Ne? Und der Tunnel links. Da war gerade ein Schlagloch hier auf der Autobahn anscheinend. Also 2 Minuten Verfrührung steht oben dran, mal sehen. Jetzt Derenhofen Osten müssen wir anscheinend dann auch wirklich runterfahren. Aber ich glaube nicht, dass wir 10 Minuten jetzt hier fahren müssen, bis zum Marktplatz. In 1000 Metern, ja gut, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Weil damals habe ich immer schon gedacht, wenn jetzt schon der Hilfsteil ist, dann musst du erstmal vom Gas runter. Aber eigentlich kannst du dir ordentlich viel Zeit lassen, kannst noch lange auf dem Gaspedal bleiben.
So, 300 Meter noch, alles klar. 200 Meter. Und 100 Meter. Und jetzt fahren wir dann noch schön ab hier. So muss das. Ja, jetzt fahren wir schön nochmal durch die Stadt hier, durch deren Hofen. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Fraps anscheinend nicht. Wir sind zurück. Und fahren jetzt erstmal schön durch deren Hofen. Aber warum ist jetzt hier wieder die Ampel rot, Alter? Das habe ich doch genauso auf Mainz. Auf Mainz ist die Ampelschaltung genauso. Wenn ich Uni fahre, Linie 69. Fahre ich hier hoch, ist hier rot. Fahre ich hier hin, ist hier auch wieder rot. Und hier ist ja dann die Haltestelle Universität dann. Also, das ist halt die Ampelschaltung hier. Ich fahre mal gleich hier links hin, weil wir müssen da vorne sowieso abbiegen. Dann fahren wir da links oder rechts? Rechts, ja gut, dann fahren wir natürlich auch hier rechts. Das juckt hier eh keinen, weil hier eh kein KI-Verkehr so richtig ist. Und ob ich jetzt hier nur 70 fahre oder ob ich jetzt hier 50 fahre, das stört hier auch keinen. Linie 25 fährt hier auch genau. Die Linie 25 wird auch von DB Rheinland-Bus betrieben. Also wir halten nirgendwo jetzt hier an. Wir halten nur am Marktplatz nachher an. In Derenhofen. Auch wenn die Haltestelle nur Derenhofen heißt. Aber wir fahren auch nicht über Derenhofen Bahnhof. Das heißt, wir fahren schon darüber. Sozusagen, wir fahren daran vorbei. Aber wir halten halt nicht an, ne? So, die Bahn. Muss ich hier wieder stehen bleiben oder was am Bahnübergang? Hatte ich auch schon mal. Ja. Wir müssen wieder anhalten. Können wir erstmal noch ein Foto machen hier. Wobei das auch scheiße aussieht. So, sieht auch schon mal besser aus hier. Eigentlich macht man ja Motor aus, aber mach ich jetzt mal nicht. Da war die erste Klasse, habt ihr gesehen? Gelber Streifen. Vielleicht war das ja so ein neuer Intercity. Der sensationelle 160 km/h fahren kann, ne? Diese Doppelstockwagen. Ich finde das geil. Ich finde das echt geil, so Intercity 160 km/h mal lang tuckern. Na klar, das nennt sich Intercity. Ah, wir sind die Deutsche Bahn, wir können's. Wir nehmen unsere Regionalzüge, malen die ein bisschen um und verkaufen die dann als Intercity. Klar, läuft. Ah, da ist wieder DB Rheinland-Bus. Das könnte jetzt aber auch die Linie 25 sein. Also wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob es der ALX ist. Will ich jetzt keine falschen Behauptungen hier aufstellen. So Busspuren, dann das nutzen wir doch gleich mal hier. Ah ja, ich bin zu schnell. Immer innerorts 50. Ist eigentlich eine Grundregel, ne? Die müsste jeder wissen. Aber an die halte ich mich nicht immer. Auch nicht Fred. Wenn wir jetzt hier zum Marktplatz fahren. Habt ihr den Zug gerade gehört, Alter? Alter, so was von. Da vorne ist er. Ist das dasselbe? Das ist wahrscheinlich dasselbe, ne? Der, dem wir eben begegnet sind. Alter, Fraps, ne? Das kotzt einen so an. Wirklich, wenn du so ein scheiß Aufnahmeprogramm hast. Und die anderen aber auch alle scheiße sind, die oder eben bei denen nicht funktionieren, die es sonst noch so gibt. Ne, also. Pff. Deswegen bin ich schon recht froh, hier mit Fraps aufnehmen zu können, weil das Ganze auch ziemlich unkompliziert ist hier. Drückst einfach F9 und schon nimmt das auf, ne? Muss es dann halt noch ein bisschen rendern dann später, aber. Trotzdem. Sonst bin ich mit dem Programm zufrieden. So, jetzt fahren wir durch den Tunnel. Also die Performance im Tunnel kann natürlich nicht besser sein.
Das heißt Tunnel, ne? Also wenn du rechts und links eigentlich nirgendwo hinguckst, nicht in die Welt guckst, einfach nur Wände hast. Das ist so ein halber Tunnel gerade gewesen. Ja, das ist natürlich optimal, ne, für die Performance. Aber wir haben jetzt 3,7 Minuten Verspätung angeblich. Das macht sich aber gleich alles wieder so, wie es sein soll. Da, habt ihr gesehen, 2,1. Nicht, weil ich es jetzt gesagt habe, also nicht jetzt irgendwie falsch verstehen. Sondern es ist völlig automatisch, das ist gerade gegangen. Ne? Oh, da stand gerade bitte abfahren, ne? Hier, muss ich mal kurz. Wieso hat das schon wieder gepiept hier? Ich glaube, jetzt ist das auch nicht mehr so weit. Da vorne rechts und dann kommen wir auch schon zum Marktplatz. Edeka Center Friese, Jakobstraße 35. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Die Haltestellenbremse geht bei mir nur eben hier. Das habe ich schon mal damals gesagt im Line City, als ich den vorgestellt habe. Es funktioniert nur, wenn ich hier mit dem Maus draufklicke. Jetzt kotzt mich Fabs gerade mal so richtig an. Also es könnte natürlich auch daran liegen, dass der Speicherplatz wieder voll ist. Weil so eine einstündige Aufnahme natürlich ein bisschen mehr frisst. Als jetzt... Was weiß ich, wenn ich eine kurze 10-Minuten-Linie fahre, was ich aber nie mache, 10-Minuten-Linie. Also mindestens sind immer so 12, 13 Minuten, mit ein bisschen Gelaber komme ich dann so auf 18 Minuten und dann reicht das schon für eine Folge. Müssen nicht immer 20 Minuten sein. Können wir auch irgendwann mal drüber sprechen, warum eben die YouTuber, die meisten YouTuber die Videos eben so kurz halten. Ne, ist einfach nur... eine Frage des Geldes. Mehr sage ich jetzt erstmal dazu nicht. Ich guck gleich mal. Ich guck wirklich gleich mal hier in Ruhe. Ob ich jetzt noch Speicherplatz habe. Mann, fahr nicht so nah an den Bordstein, ey. Das ist beim Line City immer echt schwierig. So, 2 Minuten, die kann ich noch vorspulen hier. Sie wollen einen Fahrschein kaufen, stimmt's? Nee, stimmt nicht. So, dann gucke ich mal kurz nach dem Speicherplatz. Ja, der müsste eigentlich noch gehen, ne? 24 GB zeigt er gerade an. So, dann fahren wir mal schnell zum Hauptbahnhof noch, Alheim. Dauert aber noch ein bisschen, ne? Habe ich recht? Ja, piept nicht so rum da. Ja, ne? Habt ihr gesehen, ne? Viertelstunde, kann das sein? Viertelstunde. Ja, also ich fahre hier relativ oft auf dem Bordstein. Liegt daran, dass mit dem Line City echt nicht einfach ist. Der ist erstens mal breiter, habe ich das Gefühl. Aber da muss man sich echt mal richtig dran gewöhnen hier. Das, ne? Line City ist schon recht speziell zu fahren. Nach wie vor, trotz des Soundpacks und dem Patch und noch was. Und trotz des Patches, ja. Des Patches. Dieses Gebiet hier, also auch die Straße, guckt euch die mal an, Alter, das sieht echt geil aus, ja. Und ich komme echt zu viel an den Bordsteine. So, Alheim Hauptbahnhof halten wir an. Und zwar nur am Hauptbahnhof. Wir fahren noch ein ordentliches Stück erstmal durch Alheim. Man muss ja erstmal zum Hauptbahnhof kommen, der liegt ja auch relativ zentral. Also auch über den Bernauer Platz fahren wir, da halten wir nicht an, Bernauer Platz. Da können dann die Fahrgäste erstmal schon laufen, würde ich sagen. Oder neben irgendeinem Bus, da fahren ja alle zum Bernauer Platz, da fast vom Hauptbahnhof da. Ach, Fraps, Alter, ne, das ist so ein Armutszeugnis. Wenn du so ein Aufnahmeprogramm hast, ja, was wirklich dir alle paar Minuten abkackt. Aber das merkst du als Zuschauer ja eigentlich fast gar nicht. Weil ich das ja so zusammenschneide. Eigentlich müsste ich es gar nicht erwähnen, aber sonst habe ich dann Probleme beim Schneiden. Deswegen sage ich dann auch immer noch was. Dass ich dann weiß, ah, ab jetzt kannst du den Ton wieder einsetzen. Und ab jetzt musst du ihn schneiden. Ist echt kompliziert dann, so eine Aufnahme dann zu schneiden, das sage ich euch.
Und es kann dann auch mal sein, dass da was asynchron dann ist später. Und das kann einfach passieren, ja. Kannst du nicht ausschließen. Oh, ich glaube, jetzt ist so ein Gebiet, war das Performance generell scheiße. Das mag ich gar nicht. Oder? Ich glaube, hier war das irgendwo. Ich fahre natürlich auch wieder schnell. Ich weiß, braucht ihr mir nicht sagen. Oder neulich auch wieder einen Kommentar gehabt, ich würde wie ein Irrer fahren. War ja auch nicht böse gemeint, Mann. Ja, sowas finde ich dann cool. Ja, weißt du. Kann man drüber lachen. Muss aber sich selbst lachen können. Ja, viele können das nicht. Und die haben einfach ein Problem. Die lachen nur über andere. Und zwar gewiss über andere und nicht mit anderen. Ja, das ist einfach scheiße, aber so ist das eben. Ja, der Sound ist schon abnormal geil. Ja, komm, wie soll ich aus der Perspektive bitte ordentlich fahren? Ja, geil, oder? Jetzt habt ihr es auch nochmal gehört hier. War wichtig, dass ihr nochmal den Sound hier hört. Von dem Bus, also ich kann es noch weiter empfehlen, Morphe Soundpack runterladen. Oder war überhaupt von Morphe? Ich glaube, es war eher von Bene, kann das sein? Ihr habt den Link in der Beschreibung und dann passt das. Mehr sage ich dazu nicht. Wenn man den Link dazu hat, dann einfach nur raufklicken, runterladen, installieren. Besser geht's einfach nicht. Also wir sollen 11.30 Uhr abfahren in Arlheim, ja. Also denkt jetzt nicht, wir fahren noch eine halbe Stunde, nur weil das da steht, sondern 11.30 Uhr ist wirklich die Zeit, wo wir wieder zurückfahren sollen. Nach Lauensbach. Die Ankunftszeit wird, glaube ich, 11.08 Uhr sein. Das heißt also noch 10 Minuten laut Fahrplan. Und wir können Gas geben, komm. Autobahn, da muss man einfach Gas geben können. Und das ist natürlich auch das Gute, wenn du wenig KI-Verkehr hast, du hast halt keine Sonntagsfahrer vor dir. Du hast halt nur so ein scheiß Aufnahmeprogramm, das hoffentlich jetzt wieder ordentlich schneidet und aufnimmt. Schneiden braucht nicht, das mache ich. Mache ich dann später alles. In der kommenden Nacht, ja. Da brauchst du echt Nerven für, sowas zu schneiden. Und zwar richtig Nerven, also. Das sind ja dann so viele Aufnahmen, wenn ich jedes Mal die Aufnahme unterbreche. Aber ich mach's doch gerne. Ist ja doch. Ich fahre auch gerne einfach mal eine Stunde hier, ja? Ich habe sonst nichts zu tun. Einfach mal eine Linie fahren, die eine Stunde dauert. Man hat ja echt nichts zu tun sonst. So, jetzt kommt ein Kreuz. Welches Kreuz kommt? Breckerfeld. Ja, Linie 27, wenn ihr mal fahren wollt, nach Breckerfeld. Oder auch die 23 fährt auch vorbei. Aber die 27 hat er Endstation. 27 ist auch noch eine ganz schöne Linie. Also muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Und sollen wir hier schon abfahren? Breckerfeld, alles klar. Oder was? Ja, ALX schon jetzt Breckerfeld abfahren. Hm. Ja, ist okay, ist okay. Also, wenn ihr eine Linie hier von der Map sehen wollt, die wir noch nicht gefahren sind, gerne wünschen. Bitte nicht die 23 wünschen. Für die Linie 23 habe ich mir nochmal... Ja, hebe ich mir einfach auf. Da habe ich schon eine Idee, wann die kommt. Oder habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, wann ich die anbringen werde. Also die 23 bitte nicht wünschen. Ansonsten gerne alles wünschen, was ihr noch so sehen wollt. Auch von anderen Maps. Das wisst ihr ja sowieso, aber... Ich werde jetzt nicht sagen, es ist die letzte Folge Arlheim und danach könnt ihr sie euch nicht mehr wünschen, danach haue ich die weg, sondern nein, wenn ihr... Ich werde sie privat natürlich noch viel fahren. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier, Alter? Hier geht's ja richtig bergab. Sondern ihr könnt euch die natürlich noch wünschen, wenn noch irgendwas gezeigt werden soll, natürlich, ne? Ansonsten ist es eben
mit dem ALX hier ein schönes Ende, denke ich mal. Ich finde, der ALX ist auch so eine besondere Linie eben, ne? Also das hat nicht jede Map sowas. Und einige werden natürlich sagen, Mensch, nur Autobahn, das ist mir zu langweilig. Und vor allem, weil es auch eine Stunde geht, eine Stunde nur Autobahn zu fahren, finde ich auch langweilig. Deswegen fahre ich eben diesen direkten ALX nicht, sondern diesen indirekten. Da macht das echt Spaß. Kann man mal fahren, muss man aber nicht den ganzen Tag fahren. Also zur Abwechslung ist es echt was Feines. Soweit mein Fazit zum ALX. Da wir auch das letzte Mal auf dieser Map hier fahren und ich schon eigentlich viel gesagt habe, ne? Aber ich sage trotzdem nochmal ein kleines Fazit zur Map. Ganz klein. Und zwar muss ich sagen, ist sie eine klare Download-Empfehlung. Sie ist kostenlos, sie ist super gemacht. Sie hat viele schöne Objekte, vor allem weil man auch die Hamburg-Objekte mitgenutzt hat. Und würde mich freuen, wenn man sie noch weiter ausbauen würde. Und also das heißt, wenn es eine V2 geben sollte, ne, würde ich mich echt drüber freuen, V2. Ansonsten fahrt sie selber noch ein bisschen. Macht echt Spaß. Und wie gesagt, ja, der einzige Kritikpunkt waren ja damals die Ansagen. Die kann man aber selbst rausnehmen, das habe ich auch gemacht. Oh, was macht er denn da? Was steht er denn auf der Straße, sag mal? Noch mit einem Pappschild in der Hand oder was? Alheim steht da drauf oder was? So, dann sag erstmal willkommen in Alheim. Ah, muss ich ein bisschen härter bremsen hier. So. Also, wir fahren echt nicht mehr lange. Also, 4 nach sollen wir anscheinend da sein, wenn er uns so viel Verfrühung da schon reindrückt. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir können dann ganz genüsslich noch zum Hauptbahnhof fahren. Hier noch Biernat, ne, genau, Lena-Biernat-Straße müsste hier sein, da vorne. Heißt dann auch in der V3 hieß sie dann anders, ich glaube Industriestraße oder so. Ne, Industriestraße nicht. Sie hieß dann nicht mehr Lena-Biernat-Straße hier. Heißt hier noch Lena-Biernat-Straße? Ja, hier heißt es noch Lena-Biernat-Straße. Ja, wie gesagt, ne, diese Map basiert ja auf der Version 2 der Map Alheim und nicht auf der Version 3, beziehungsweise 3.1 ist ja die aktuellste Version davon. Und die V4 kommt ja auch dann irgendwann als Freeware, denke ich mal, ne, habe ich gehört. Da können wir uns drauf freuen. Die wird auch schön. Auch die werden wir natürlich wieder fahren. Wobei ich da glaube, weil Alheim 3 schon von der Performance bei weitem nicht so gut war, wie die Map Alheim Laurens macht. Deswegen gucken wir mal, was wir da so kriegen dann. In der V4 von Alheim. Da können wir alle auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt ist die Frage, was können wir als nächstes noch fahren? Habe ich mir eigentlich noch was notiert eigentlich als nächstes? Ich gucke mal gerade in meiner Folgenplanung. Ah, wieder der ALXer. Steht leider nicht dran, ob der direkt ist oder indirekt, ne? Das könnte man mal machen. Hallo. So, ich gucke mal gerade in meiner Folgenplanung. Ich glaube, ALX war aber das letzte, was ich mir aufgeschrieben habe. Da muss ich mal gucken, was ich als nächstes fahre. Ich wollte ja noch die 236 zeigen. Die funktioniert ja aber bei mir und bei vielen natürlich nicht, diese Map. Und deswegen habe ich ja gesagt, die 136 wird das einzige Video von der Map Spandau Real sein. So, hier ist Holder Postamt noch, genau. So, Folgenplanung. Das ist ganz wichtig. So, da nochmal gucken jetzt. Was fährt er denn jetzt wieder auf die linke Spur, Alter? Ne, es war genau das letzte, was ich mir aufgeschrieben habe. Deswegen bin ich mal gespannt, was ich dann beim nächsten Mal so raushauen werde. Das wird wahrscheinlich noch zu dem... Ne, ich nehme ja im Voraus immer auf, das wisst ihr. Also bei mir ist jetzt noch nicht mal Ostern. Also bei mir ist auch noch nicht das Straßenbahn-Head-On von Gladbeck da rausgekommen. Die Bahn, die werde ich dann auf jeden Fall auch erstmal zeigen. Boah, die werde ich dann schon gezeigt haben, wenn dieses Video rauskommt, denke ich mal. Müssen wir mal gucken. Ob sich da Kevin wieder ewig lang Zeit lässt oder ob er es möglichst bald mal rausbringt. Und dann. Ja, wir sehen ja noch die Hochbahn, ne? Ein letztes Mal hier. Auf Alheim. Linie 10 ist ja dieser Schienenersatzverkehr. Fährt auch nur an bestimmten Tagen, müsst ihr dann immer in der Readme gucken. Bin ich bisher noch nicht gefahren. Wäre auch noch mal eine Idee, dass wir das mal fahren können.
Aber eigentlich wollte ich ja hier Feierabend machen mit dem ALX. Ja, war ein bisschen zu schnell. Ja, ja, ja. Aber wir haben nicht gemeckert, immerhin. So, Bussteig 9 ist das hier, alles klar. Na, hier ist der Tar, dann fahre ich auch zum H hin. Wenn da der Tar ist. So, genau. Und dann alles aussteigen. So, alles okay, wunderbar. Und jetzt haben wir erstmal Pause hier. So, an dieser Stelle sag ich ganz lieben Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, macht es gut und ciao, ciao.